Da hinten ist noch einer, der auf seinen Tod durch Erschlagen wartet. Möglicherweise auch erschießen. Wo ist er hin? Wo willst du hin? Okay, war keine so gute Idee, ins Licht zu gehen. Ich lass mich einfach mal umbringen und mach das Ganze nochmal. Ach komm schon, stirb. Oh, auch cool. Und mobilen EMP noch. Und wir verbraten alles. Und wir bringen sie alle um. Hey, ich will doch sterben, Leute. Dankeschön. So, wir machen das Ganze nochmal und diesmal wirklich Stealth. Ich werde einfach nicht ins Licht gehen. Und dann haben wir auch kein Problem. So. Der Ladevorgang leckt schon wieder. Wenn Sie alles richtig machen, ist der Bereich im Handumdrehen gesichert. Wenn Sie lahm machen, können Sie sich die ganze Nacht mit irgendwelchen miesen Typen rumschlagen. Ja, der labert mich wieder voll, der Kerl, mit irgendwelchen miesen Typen und sonst was. Ja, wir machen das Ganze nochmal. Ich hoffe, ich langweile euch nicht. Wenn doch, dann... dann weiß ich was. Schaut's einfach nicht an. So, da haben wir den ersten, den wir wegstealthen können. Stirb. Zwei Schüsse in den Rücken regeln die meisten Angelegenheiten. So, da haben wir schon den nächsten Kunden, der schon ängstlich vor uns wegläuft. Ah, steht da natürlich wieder genau einer daneben. So, diesmal sterbe ich nicht, diesmal werde ich versuchen zu überleben. Und wie sich herausgestellt hat in früheren Malen, wo ich das gespielt habe, dieser Ort hier scheint der sicherste zu sein. Jetzt lenken wir die noch ein bisschen ab. Markieren noch ein paar. Eins, zwei. Zwei habe ich gesagt. Drei. Ist das einer? Ja, das ist einer. Warum bringe ich den nicht um? Bitte Verstärkung. Heult halt rum, ihr Idioten. So, da ist der nächste, der mir zu nahe kommt, wie ich finde. Oh, weg, weg, weg. Brauche sofort Verstärkung! Einen Scheiß brauchst du. So. Da, möglicher Kontakt. Weg hier, weg hier. Ja, jetzt sitze ich ein kleines bisschen in der Falle, aber das stört mich nicht weiter. Jetzt bringe ich den Kerl erstmal rum. Kann ich da hoch? Ne. Oh, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Alle Markierungen weg. Zack, zack, zack. Den kann ich mir... Jetzt habe ich wieder die falsche Taste gedrückt. Ja, jetzt leckt's wieder. Drei, vier. So, jetzt habe ich die richtige Taste gedrückt. Da haben wir schon den nächsten Kunden. Noch keinen Sichtkontakt zum Gegner. Der mich besucht, oder den ich besuche, besser gesagt. So, wir hauen wieder ein bisschen ab. Und wir markieren wieder 1, 2, 3 Gegner. 7 sind es noch. Da sehe ich noch einen. Der ist außerhalb der Reichweite. Deswegen werde ich die 3 hier holen. So, wir haben wieder welche ausgeschaltet. 4 sind es noch. 4 Markierungsmöglichkeiten habe ich. 3 habe ich gesehen. Ein bisschen Ablenkung nochmal. Und da ist der letzte. Irgendeinen kann ich bestimmt wegstealthen und die anderen hole ich mir dann mit Execute. Hä? Der Gegner ist noch hier. Suchen wir den Kerl. Boah, weg hier, weg hier. Ich sehe ihn nicht. Wo ist der?
Warum ergreifst du die eigentlich immer? Ich möchte, dass du sie einfach umbringst. So. Nächster Kunde. Und da kommt schon wieder einer. Ja gut, zwei Gegner sollte ich jetzt gerade noch loswerden. So. Zack, zack, geschafft. So. Wir haben es wieder mal geschafft und braten noch einen mobilen EMP nach. Und wir haben doch einige Gegner getötet. 110, 40 Ausschaltungen, Nahkampfkills 33 und 66 Stealth-Kills. Also wieder mal ganz im Sinne von Splinter Cell. Zumindest am Anfang. Am Ende nicht mehr. Aber was soll's. Wir sehen uns wieder im nächsten Video oder gleich nach einem kurzen Schnitt. Ich weiß nicht, wie die Bearbeitung der Videos am Ende ausschauen wird. Also, ich sag einfach, wir sehen uns zum nächsten Mal. Wenn es weitergeht mit Splinter Cell Conviction, Nebenmissionen, Jäger, realistisch. Und das Level weiß ich jetzt nicht auswendig. Das werdet ihr dann sehen. Also, ciao, Leute. Ich verlasse euch. Und gehe in die Lobby. Also, ciao.